Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles mit dem Native Barbarian. Hi. Dem Captain Karacho, Kuckuck. Moin. Und dem Brause. Nabend. Wir stehen hier am Balkon, so wie die Königsfamilie, und gucken runter und machen den Gewinke. Aber kein Völkchen, das zurückwinkt. Okay. Also entweder wir springen da runter oder gehen außenrum, aber ihr habt euch schon, glaube ich, fürs Runterspringen entschieden. Ja, guck mal, sie kann sogar greifen. Eben ging das nicht. So. Wunderbar. Oh, hört das einfach auf zu ringen? Weil es wird ja, es kommt Sonne raus. Guck mal hier. Alter. Geil, Sonne, Sommer, Sommer, Sonne, Wetter. Sommer, hier Sonne, Kaktus. Es tröpfelt nur noch. Da ist noch ein Gorilla. Das, Sommer gefallen lassen, würde ich sagen. Ist aber eine krasse Statue hier. Halleluja. Die Palmen sind ziemlich groß, ne? Oh, hoppsala. Das sieht ja schon richtig geil aus, ohne Scheiß. Wir sind, glaube ich, genau vor dem Palast der Hexenkönigin, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ui, was ist das? Hier ist ein Vögelchen. Vögelchen? Weiß ja nicht. Himmlischer was Platz steht hier. Nee, wo bist denn du? Nee, du bist da hoch gerade. Ja, dein Kill ist. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Links ist ein. Okay, wir laufen vorbei. Jetzt hat er schon gebrüllt, okay. Aber wo ist Native? Ich hab keine Ahnung. Native, wo bist denn du? Die Treppe hoch. Okay. Die Treppe hoch. Dass man immer jedes Mal auf dieses kleine Kind aufpassen muss. Das ist zu Hause. Welche Treppe? Ich bin am himmlischen Platz. Oh, da ist noch einer. Ja, Proxy wird den erst töten, oder was? Meine Stamina? Was heißt das denn jetzt? Ja, wir hätten gerade noch Proxy. Ja, danke. Ein Schlag hat gefehlt. Hat er die Hütte da hin, oder? Ja, weil der sagte die Treppe. Da dachte ich, die Treppe hier. Nee, die ja, andere Treppe. Ah, also, oh, da hinten, wir sehen dich, bleib stehen. Ah, Native. Ja, genau. Halt, stehen geblieben. Hinter dir ist was hinterher, Native. Simpapfe! Cap, wie viel Gorilla-Pell hast du denn jetzt schon, wenn du alles abbeutest hier? Noch, ich weiß bloß nicht, wo ihr seid. Ich hau doch mehr Gorilla-Kurt. Noch mehr Gorilla? Bist du nicht die Treppe runter und dann nach rechts? Ich hab 20 Federn. Das ist gut. Bist du. Meine Schuhschnaube. Wo seid ihr denn jetzt hier schon wieder? Bist du links, da bist du. Bleibt mal da, wo ihr seid. Ein ewiges Suchen ist das hier. Such und find. Ich mach mal hier den Dings noch. Bums. Ja. Haben wir noch mal ganz schön viel Fleisch. Alter, brauchen wir so viel Fleisch? Ich hab 50. 53. Ich hab 56. Wir brauchen immer Fleisch für sieht gut aus. Ja gut, ich kann ja sowieso alles roh essen, wie ich es gerade brauche. Oh, ich sehe gerade, meine Rüstung ist bald kaputt. Ich habe noch 70-90%. Okay. Geht ich würde sagen 10 bis 20. Was? Echt so runter? 241 Fälle. Wow, das ist nice. Das gibt schön Tier. So. Das brauchen wir für die Mädels. Und jetzt? Wo latschen wir nur hier? Die Treppe hoch. Ach, hier ist heute eine Treppe, genau. Hier müssen wir die Treppe hoch. 1, 2, 3. Wie er da steht und sieht. Ja, aber ich muss ja wirklich hier, wie so ein Kindergarten, ne? Gucken, dass alle durchgehen. Hier ist eine Kiste, warte mal. Warte mal. Nein, nicht runterspringen. Einfach nur guck mal hier, Eisenbahn. Das ist der Eingang zur Hexenkönigin. Da kommt jetzt so, das ist Story, die gibt Schwefel auch Gegenstand und so weiter, wenn ich Knochen. Und Eisenverstärkung. Links seht ihr einen Silberrücken. Oh, ist der auch so ein Chef-Gegner? Das würde mir nichts helfen. Der sieht aber sehr kräftig aus. Das. Also Native hat sich gerade bereitwillig freiwillig erklärt, den zu töten, während wir hier oben zuschauen. Ich wollte gerade sagen, er ist mal wieder sehr flott. Ich höre ihn doch schon wieder unten, ne? Wo seid ihr? Ach, da hinten. Hier, guck mal, hier hockt da schon wieder einer. Da hinten ist noch so ein Flugvieh. Alter, wie sehen die denn aus? Paradiesvögelchen? Was für ein... Ja. Den brauchen wir! Da sind zwei Stück. Da ist noch ein grüner. Schönes Grün. Schönes Grün. Warte mal, Stamina aufladen.
hier unten. Ja. Du siehst uns? Ja. Ja. Auf jeden Fall ein, zwei Leute. Also du bist der Einzige, der kämpft mit Proxy und Nate steht dazu und guckt. der sortiert seine Federn. Achso. Musst du den Gürtel machen, dass weil du stirbst. Gehen wir mal zusammen auf den Dicken da, ne? Nate, wo bist du? So bist du der andere Vogel? Soll ich erstmal mit Bogen schießen vielleicht? So zum Anschießen? Nee, kannst Vogel. Du machen. Am Baum liegt dort der grüne Vogel. Wow, der hält aber ein bisschen was aus, ne? Ach, Quatsch. Warte mal, noch nicht. Jungs, ihr seid zu früh. Der hält nichts aus. Wo ist er? Wer denn? Der Silberrücken ist tot. Ich meine, wen will er kaputt machen? Mit seiner veränderten Verrenkung hier. Bin ich doch nicht mal ernst, so ein bisschen. Das ist so lächerlich, was ich hier abzieht. Jetzt ist meine Frage. Wollt ihr die Hexenkönigin machen? Ist sie machbar? Ja, warum nicht? Sie ist machbar, aber vorher müssen zwei Riesen bekämpft werden. Ach, das ist ein Gegner, oder was? Ich dachte, das wäre nur so eine Sprach... Okay. Foxy, lass mich eben ausreden. Weil das ist jetzt wirklich... Du musst ein bisschen taktisch in den Kampf vorgehen, wenn man von dem Spiel nicht so viel Ahnung hat. Und zwar, Punkt 1, erst kommen zwei Riesen. Also immer ein Riese und dann kommt der nächste danach. Dann kommt die Hexenkönigin, so. Ab den zweiten Riesen kommen so eine Art Lichtstrahlen, die über Kreuz sich so ziehen. In diesem Lichtstrahl dürft ihr nicht stehen. Das ist so eine Art Laser, der nimmt, macht euch Schaden. War ja klar, Laser, Schaden. Laser, wie soll ich es dir sonst erklären? Irgendwelche geheimnis magischen Strahlen? So, und die kommen im Kampf gegen den zweiten Riesen und gegen die Hexenkönigin. Die Gegner selbst sind nicht so schwer, weil die Riesen sehr langsam sind und ihre Angriffe... Foxy, was machst du denn? Und ihre Angriffe vorhersehbar sind. Foxy, hört mir mal nicht zu, das ist ja schön. Nee, ich habe abgeschaltet bei Laser, das war mir schon zu viel. Ich glaube, das ist für mich nichts. Das war bitte nur der Erklärung. Ja, eben. Also... Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht euch hier doch ein Bettchen. Ja, das ist eine gute Idee. Auf der Plattform da, ne? Wenn ihr hier was setzen könnt, weiß ich ja nicht, ob man hier überhaupt ein Bett setzen kann. Ich mach mal. Mist, mir fehlt Zwirn. Warte mal, ich brauche noch Dings hier. Ein paar Äste, ein paar Pflanzenfasern und Zwirn. Genau. So viel. Äste kriegt ihr auch, wenn ihr mit der Axt auf den Baum raufhaut. Wieso kann ich denn hier... Wieso ist denn mein Pflanzenfaser... Wenn wir die Hexe besiegen, wird auch die Quest erledigt, ein Relikt des Abgrundes zerstört. Ich kann mein unteres Inventar-Dings da, Bumse-Dings nicht machen. Doch, wieso ist denn das grau? Hä? Muss man nicht verstehen. Bahnhof. Ist egal. Alle im Gänsemarsch, ja, Silly. Das hattest du eben schon geschrieben, aber ich konnte nicht. Nix Äste? Wo sind die Äste, verdammt? Moment. Da sind die Äste, okay. Zufallsfaktor. Alter, wie kriege ich denn hier ein wallendes? Warum kann sechs ich denn sechs Pflanzenfaser. Fasern sammeln. Fasern an dem Busch und E. So, E muss ich drücken, muss ich drücken. Ja, ja. Oder ich kann auch mit einer Sichel nachhelfen, wenn du möchtest. Also. So. Das ist hier nicht zulässig. Und das, Respawn ist da aktiv, ne? Den musst du nochmal E drücken. Hast du die Rolle schon gelegt? Kannst du die hier überhaupt legen? Ich weiß das ja nämlich nicht. Ich guck mal. Also ich kann sie hier nirgends legen. Nee, nicht zulässig steht hier. Gebäuden. Ja. Ich gehe mal Richtung Dings da. Richtung Dings da ist... Scheiße, hier geht nirgends. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shit. Ja, toll. Machen wir eine ganz einfache Sache. Ich habe dann einen richtigen Trick dafür. Wir sterben einfach nicht. Völlig wichtig. Das Wo seid denn jetzt schon wieder alle? Ich bin am Eingang. Ach, da. Ich bin heiß auf die zu kissen. Blöd. Kinderlady! Also ich hau jetzt mal Ambrosia unten rein. Vielen Dank. Ambrosia hau ich jetzt unten rein. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau wird, weil du weißt ja, wie das schon war. Ich weiß es nicht. Grüße euch. Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr da seid. Ambrosia im Gürtel habt ihr? Ja, hab ich. Im Gürtel nicht, aber ich hab's. Ja, aber pack's lieber im Gürtel, falls du dich doch heilen musst.
Ne, denk dran, Laser. Laser. Ja, ja. Die ist ja voll Laser. Wie lang, eine kurze Frage. Wie lange dauert das ungefähr, bis wir die, wenn es gut läuft, gekillt haben? 2 Minuten. Ja, also die Nochmal kurz den Ablauf. Also da kommen irgendwelche Riesen und dann irgendwelche Strahlen und man darf nicht drin stehen. Also was? Spaßenshalber, Zervi, keiner will zum Karacho. Ernst gemeint, jeder will zum Karacho. bevor hier noch irgendwelche falschen Gerüchte wieder auftauchen. Was? Der Zervi schreibt schon, wer will schon zum Karacho? Mir ist scheißegal. Ah. Was stimmt denn mit dir nicht? Wo geht's denn daher? So. Geradeaus? Ich geh schon mal voraus. So, ihr seid alle soweit, ne? Ja, mehr oder weniger. So, sobald ihr an der Tür seid und E drückt, kommt eine Ladeanimation und dann seid ihr da. Ich werde grausam sterben, ich sehe es kommen. Und die schönen Tigerbabys, die ich dabei habe. So. Palast der Hexenkönigin. Und los geht's, alter Schwede. Wie gesagt, der erste Riese, die Angriffe der Riesen sind vorhersehbar, weil sie sehr langsam sind. Kann man da irgendwo ausweichen hin hier? Was? Kann man hier irgendwo ausweichen, außer die Treppe da runter? Das kann ja echt gut, oder? Ja, das sage ich dir. Diese Tür wird sich hier gleich schließen. Ach, das auch noch? Ach du Scheiße. Natürlich. So, ihr seht links und rechts, seht ihr diese Riesen. Die werden gleich aktiv. Ja, eher mit der Doppelkombo oder eher mit einfachen Schlägen? Mach mit leichten Angriffen. Okay. Mit linker Maustaste. Ich stecke ihm die Fackel in den Hintern. Ja, so. Ist klar. Jetzt geht die Tür zu. Teilen wir uns die auf, 2 links, 2 rechts. So, der links wird zuerst. Nein, es wird nur einer, passt auf. Und der hat mich jetzt getriggert. Pass auf, wenn er das Bein hebt, weicht aus. Genau, ruf da. Kann das sein, dass er wirklich Schaden macht? Doch, machen wir. Autsch. Pass auf, passen, wenn ihr den Fuß hebt, und dann treten sie auf euch drauf. Im Nahkampf heben sie meistens nur den Fuß. So, erster Riese ist down. Erster Riese ist down. Wo dran sieht man das? Pass auf, die Laser, das sind die Laser. Pass auf, diese grünen Strahlen, seht ihr die? Ah, die ja. Haben, genau, passiert das. So. Pass auf. Oh shit. Weil jetzt kommt nämlich der zweite Riese, wird jetzt aktiv. Wow. Achtung, Maxi. Alter Schwede. Ich krieg hier und Puls, ey. Wann kommt denn der Wichser nun hier? Jetzt. Wann kommt der denn? Proxy sein. Der wollte mich greifen, der Böse. Oh, wir sind im Laser. Autsch! Ich hab's gesagt. Alter, der mich erwischt. Oh. Okay. Autsch! Alles kaputt. Halt euch eben hoch, jetzt kommt sie gleich. Die spawnt irgendwo vor der Nase von einem von euch. Oder von bei mir. Das, Hat die auch so Laser-Augen oder was? So, jetzt steht sie auf, oder? Ja, komm schon, Puppi. Komm, mach hinne. Komm runter, da machen wir lässt. So, da ist sie. Da ist sie hinter dir, Native. Die ist nicht so schwer. Ist besser rein. Oh, gibt gar keine Laser. Okay, dann hab ich nochmal. Liegt die denn da noch? Oh. Moment, warum liegt die denn in der Zeit? Wie das Backen rein? Alter, was ein Gemetzel! Ist aber schön groß, ne? Gut. Oh, jetzt aber! So, pass auf, die hat jetzt einen Gegenstand. Und zwar Maske der Hexenkönigin und Schlüssel. Ja, nimm mal. Rasmas Quartier. Irgendwie genau, gibt's gleich wieder ein... Ah, Tor wieder auf, okay. Wenn sie jemand abbauen möchte, kann er das... Ja, warte, ich hab ein Dings dabei, warte. Hinten rechts ist, oder links ist eine Kiste ich hier noch. Ich bin irgendwo. Die neue Hexkönigin. Da müsste irgendwo eine Kiste sein, glaube ich, ne? Kiste? Wo? Ist nicht? Ist hier hinter? Keine Ahnung. Auch nicht. War hier nicht mal eine Kiste irgendwo? Drücke E zum Interagieren? Moment, wo? Wo? Ja, eben, wo? Alter, nicht möglich. Du hast neue Rezepte gelernt am Thron? Ja, Tatsache. Ist ja krass. Ja. Nice. Und zwar sind das, glaube ich, die Waffenrezepte. Oder nicht? Oder für. Nee, Gitanisch. Was war denn das jetzt?
Ja, kann ich denn hier aufdrücken? Lass meinen Chromosaurus rausgehen. Ja, können wir machen. Warum habe ich jetzt noch nicht das Relikt des Abgrunds zerstören, die Quest abgeschlossen? Weil es anscheinend doch kein Relikt des Abgrunds war. Okay, wusste ich nicht. Aber wir könnten, ich weiß ja noch, wo wirklich ein Relikt des Abgrunds ist und von daher. Ich drücke immer wieder E und ich kriege immer wieder neue Rezepte, ist das normal? Weil das ein Feature ist. Das ist ein Rezeptbuch dann nachher, ne? Wir hätten die Hexenkönigin aber auch gefangen nehmen können und dann hätte ich eine neue Tänzerin gehabt. Ja, was willst du klar. Mit einer 2,50 Meter großen Tänzerin? Die passt ja nicht mal durch die Tür. Es gibt für alles irgendwelche Leute, die Hilfe haben. Also alles gut. Wäre ein Highlight vielleicht gewesen. Mal, war hier noch eine Kiste? Ja, Lady, was hast du eigentlich gespielt gehabt? Das Ark hattest du, ne? Ark hattest du gespielt gehabt. Ark haben wir auch eine Zeit lang gespielt. Wie lief's? War gut? Wo seid ihr jetzt wieder alle hin? Ich bin hier unten am Wasser noch. Weil ich irgendwo der Meinung war, hier war doch eine Kiste mit Gold. Oh, mit Gold? Ja. Aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Oder ich habe es vergessen, oder... Weiß es nicht. Ihr könnt auch schon rausgehen, wenn ihr euch nicht seht. Wo geht's denn da hinten lang? Ja. Sackgasse. Ja, Angst haben. Junge, bist du ein Großkotz. Das gibt's ja gar nicht. Ihr könnt doch schon rausgehen. Ich mach das ganz alleine. Und wenn hier noch 25 Leute kommen, das ist jetzt kein Problem für mich, wenn ihr Angst habt. Ja, ja. Wie gesagt, der dunkle Ritter wird am meisten Spaß machen für uns alle. Der dunkle Ritter hört sich gut an. Oh, ich geh raus. Das sind doch Verrecken da drinnen. Ganz schön dunkel, ne? Ja, minimal. So, Palast der Hexenkönigin. Oh, jetzt habe ich ihn. Toll. Jetzt habe ich den Palast der Hexenkönigin entdeckt. Und bin eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Wow. Und ich kann jetzt, glaube ich, Sternmetallwerkzeuge machen. Ja, toll. Wow. Fehlt uns Sternmetall. Das ist cool. So. Welches Level bin ich denn? 44. Wow. Wo war dieser verdammte der Keto-Tante? Die war doch recht hier oben. Okay, wir müssen schauen. Wird schon wieder übrigens dunkel. Ja. Ja. Dann Dauernacht. Moment, da ist Proxy, da ist Cap, da hinten ist Native. Okay, er kommt. Der Gruppenführer, warum haben wir denn noch keine Rast gemacht? Wir kämpfen nur für ihr Ruhm und wir haben noch keine Rast gemacht. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn wir jetzt hier nicht langsam mal zurückkommen und mal eine Minute schlafen können. Genauso ist es nämlich. Wird hier nämlich gemeutert. Ich spreche nur vorsichtig. Bin ja auf ihrer Seite. Du meuterst nur vorsichtig. Okay. Du erzählst immer so schöne Märchen. Da genau, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Einmal durchziehen bitte. Währenddessen beende ich die Folge. Es ist ja eh dunkel. Jetzt nicht mehr. Genau. Während wir hier Rast, der sich da ja sehr bequem hinlegt. Ja, leicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.